Ja, bei Eintreffen schlugen aus der obersten Etage des schräg hinter mir befindlichen Gebäudes Flammen. Es hieß zunächst, die ganze oberste Etage würde brennen. Es hat sich dann vor Ort so dargestellt, dass tatsächlich nur es in einer Wohnung gebrannt hat. Es waren keine Personen betroffen. Es haben mehrere, also insgesamt fünf, zwar eine Rauchgasvergiftung. Das waren aber Leute, die mit dem Rauch im Treppenraum in Kontakt gekommen sind, die wir dann auch ins Krankenhaus zur Beobachtung bzw. zur medizinischen Abklärung gebracht haben. Wir sind so weit, dass das Feuer so weit aus ist. Wir machen jetzt noch Nachkontrolle und wir haben die Bewohner, die jetzt nicht momentan in ihre Wohnung rein können, weil wir eben noch mal eine Nachschau machen, im Casino der Sparkasse unterbringen können. Wir hatten zunächst einen Bus der Verkehrsbetriebe kommen lassen, damit die bei dem Wetter nicht draußen stehen müssen. Momentan sind halt mehrere Familien auch mit Kleinkindern in dem Casino. Dort haben wir auch einen Betreuungspunkt eingerichtet, der vom Roten Kreuz betrieben wird, Notfallseelsorge vor Ort, sodass wir die Leute auch vernünftig betreuen können. Bei der Nachbarin ist ein Brand ausgebrochen, die wollte wohl eine Gasflasche entfernen und wir haben das gar nicht erst realisiert. Ein Feueralarm ging wohl los, ne? Und meine Schwester ist dann darüber gerannt und hat das dann sofort mitgekriegt, Feueralarm. Ich bin direkt zur Tür, habe dann sofort gerochen, bin raus, erster Handgriff natürlich sofort Feuerlöscher suchen, den Spind gezogen und in die Wohnung rein. Hatte aber ein Problem, 5 Meter in die Wohnung und war sau heiß und der Rauch war so heftig, dass ich dann sofort wieder rausgegangen bin. Ich habe das sofort gehört, bin losgerannt, habe die Tür aufgerissen und den ganzen Rauch gesehen. Ja, mein Kind natürlich geschnappt, eingewickelt, Jacke raus, die ganzen Etagen abgeklappert wie bekloppt. Untere Etage noch eine Frau mit 3 Kindern erklärt, dass es brennt. Die wollte mir den Kleinen erst gerade abnehmen, weil die das gar nicht richtig realisiert hat. Hab die dann noch da rausgeholt, überall in den Etagen versucht, bekloppt wie verrückt zu klopfen, damit die ganzen Leute da raus können. Okay. Und wir standen dann da unten und haben dann hinterher gesehen, dass die ganzen Flammen schon übergeschwappt sind. Also wirklich auch auf den Schirm von dem Gastronomie darunter. Hab bei dem Gastronomie sofort gesagt, die sollen sofort die Feuerwehr rufen. Haben dann auch nicht richtig realisiert, mich noch gefragt, brennt's? Und ich habe gesagt, ja, ruft sofort die Feuerwehr, sofort, schnell. Mhm.